Wir sind heute hier in der Alten Oper in Frankfurt und möchten unseren Kunden eine Plattform bieten zum Austausch mit Experten, zum Austausch mit IG-Experten und mit dem Deutschland-Team hier vor Ort. IG Markets ist einer der großen CFD-Broker in Europa und ich schätze da die Stabilität der Plattform. Ich schätze das große Portefeuille an Basiswerten, die gehandelt werden können. Deshalb habe ich unter anderem auch dort ein Konto. IG ist für mich einfach die Nummer eins. Es ist mit der längste CFD-Broker, den es gibt. Der größte ist es. Und ich bin dort selber seit 2007, 2008, also schon relativ lange mit dabei. Und als sehr fairen Broker, viele Produkte, also viel Auswahl. Und wenn mal was ist, also du kriegst bei einer Position nicht geschlossen oder sonst was, dann hilft dir sofort jemand und kriegst auch meistens Schatten. Also auch sehr kulant, also ein sehr fairer Broker. Wir sind seit 13 Jahren in Deutschland aktiv. Unser erstes Büro haben wir in Düsseldorf auf der Königsallee 2006 eröffnet. Und jetzt im Zuge der Gründung der IG Europe GmbH sind wir nach Frankfurt gezogen, weil wir denken, wir sind hier in Frankfurt optimal vernetzt und noch besser aufgehoben als je zuvor. Das ist ja das erste Mal, dass wir hier den Trading Day in Frankfurt machen. Wie schon unsere Chefin gesagt hat, sind wir auch erst vor ein paar Monaten nach Frankfurt gezogen. Und dass wir natürlich in einem solchen ehrwürdigen Gemäuer wie die Alte Oper eine solche Veranstaltung hier aufziehen können, das muss ich schon ganz einfach sagen, das ist schon eine sehr großartige Sache. Also die Live-Trading-Session am Anfang fand ich super. Allerdings auch, ich bin ein großer Fan von Dirk Müller. Ich fand auch den Vortrag sehr spannend, dem könnte ich den ganzen Tag zuhören. Es gibt viele Höhepunkte bisher, also ich finde alles echt super. Der andere Fokus der Veranstaltung, das sind Vorträge. Also, dass wir bestimmte Signale, bestimmte Trading-Strategien erklären, möglichst einfach auch, damit die Leute das nach Hause mitnehmen können und sich selbst mal versuchen können. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, über China zu reden, über USA, über die Hintergründe des Konflikts. Viele unterschätzen vollkommen, was hier passiert, glauben, das ist so ein Geplänkel und die einigen sich schon. Und heute wollen wir ein bisschen drauf schauen, was da wirklich hinten dran steckt und dass da richtig Ungewitter auf uns zukommt. Da kommt ein mächtiger Sturm und wer meint, jetzt noch mit der Einhandjolle raussegeln zu müssen, der soll das tun, aber soll sich im Klaren sein, was er hier macht. Also ich entwickle aktuell einen eigenen Indikator, die Bumidi-Bänder. Was ich gerne machen will, ist Anleger dabei zu sensibilisieren, mit der Volatilität umzugehen. Gerade wenn man Turbos handelt, Turbo-Zertifikate handelt, es gibt unendlich viele Knockout-Levels. Ja, und da wirklich das richtige Knockout-Zertifikat für deinen individuellen Trading-Stil zu finden, da denke ich, braucht man auf jeden Fall die implizite Volatilität. Die Volatilität grundsätzlich im Markt, die muss man verstehen und man muss ein Gefühl dafür bekommen. Und damit kann man dann passend auch für seinen jeweiligen Trading-Stil seine jeweiligen Knockout-Schwellen finden. Das Turbo-Zertifikat ist somit das erste Hebelderivat, 24 Stunden handelbar, das wir in Deutschland an den Markt bringen. Und somit für uns auch ein Riesenschritt auf unserem Weg zum besten Online-Broker in Deutschland.